Hallo zusammen, ich bin's wieder, Pharma, und ihr hört den Podcast Jardin. Heute zu Gast ist bei mir Erik Leuthäuser, den ich nun schon eine ganze Weile kenne, und umso schöner ist es, dass er hier und heute Gast bei Jardin ist. Wir sprechen über Texte, das Finden von Wegen und Stilen und auch darüber, etwas zu sagen zu haben oder eben auch nicht. Viel Spaß mit Erik Leuthäuser. Hallo, heute bin ich in Berlin bei Erik Leuthäuser, mit dem ich vor 2 Wochen ein Doppel-Solo-Konzert gespielt habe. Mit Loop Station. Hallo Erik. Hi, freut mich. Ja, schön, dass ich hier sein kann. Kannst du dich selber vorstellen und sagen, wer du bist und was du machst? Ich bin Erik Leuthäuser. Ich bin 21 Jahre alt. Habe in Dresden, Weimar und Berlin und ab kommende Woche in Helsinki Jazzgesang studiert. Und ich bin Musiker und Sänger in erster Linie. Und ich bin natürlich auch zurzeit junger Mensch in der Großstadt Berlin. Ja. Genau. Ja, cool. Du hast jetzt schon ganz, ganz viele Sachen genannt. Du kommst eigentlich aus Dresden? Und warst da an der Spezi, hast da, wir haben uns eigentlich kennengelernt im Rahmen von Hochschule und gemeinsam singen, Vocal Impro und so weiter. Wie war der Weg für dich ab dann? Also wie kam es, dass du gesagt hast, okay, ich studiere in Weimar, dann, oh, ich studiere in Berlin und ups, jetzt studiere ich in Helsinki. Wie kamen diese ganzen Entscheidungen zustande? Gab es da was? Das kam relativ... Das war für mich relativ einleuchtend. Ich wusste, dass ich Musik machen möchte, dass ich Sänger sein möchte, dass ich zunächst eigentlich Jazzsänger sein möchte, improvisieren möchte. Insofern auch gerade durch die Spezialschule für Musik in Dresden, in der ich eben auch schon Jazzgesang gemacht habe, war für mich klar, ich möchte studieren. Und dann habe ich mich einfach an Hochschulen beworben, die ich interessant fand, wo ich den Lehrer interessant fand, wo ich die Stadt interessant fand, die Musikszene. Mhm. Und dann habe ich einfach da, habe ich mich beworben und konnte mich dann entscheiden zwischen Köln, Mannheim, Weimar und Dresden. Mhm. Das sind die Städte, in denen ich mich beworben habe. Und dann wollte ich halt unbedingt gern zu Michael Schiefel. Mhm. Das ist einfach einer meiner allerliebsten Jazzsänger oder Sänger im Allgemeinen. Mhm. Und dann war für mich klar, dass ich erstmal nach Weimar muss. Mhm. Und weil Weimar eine sehr kleine Stadt ist, habe ich da ein Jahr quasi den Unterricht mit Micha genutzt quasi. Mhm. Und dann entschlossen, okay, ich brauche eigentlich eine größere Stadt, ich möchte da irgendwie raus. Und dann habe ich mich nur in Berlin beworben und bin nach Berlin gezogen und fühle mich eigentlich hier sehr wohl. Mhm. Und jetzt bin ich hier seit Ende 2015. Mhm. Und wollte dann einfach... hab das Gefühl, ich kenne die Musikszene hier, ich kenne die Leute, die hier sind, ich kenne die Hochschule und habe das Gefühl gehabt, so ein Austauschjahr und könnte mir ganz gut tun. In erster Linie aufgrund der Tatsache, dass ich gerne einfach mal in einem anderen Land leben möchte und gar nicht mal unbedingt nur wegen der Musikszene. Mhm. Einfach aufgrund der Erfahrung irgendwie als junger Mensch woanders zu leben, woanders zu sein, neue Erfahrungen zu machen und ich bin ein bisschen müde vom Musikstudieren und von der Institution der Hochschule und vom von den Regeln, die man irgendwie da befolgt, die auf der einen Seite natürlich toll sind. Ja. Man lernt viel. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, für mich ist gerade irgendwie wichtiger, eher zu schauen, okay, was will ich eigentlich machen und wer bin ich und was habe ich zu sagen. Ja. Und brauche ich dafür überhaupt eine Musikschule oder eine Universität oder so? Mhm. Aber das heißt, du bist dann in Helsinki trotzdem an der Hochschule, oder? Also das ist dann wirklich als Erasmus quasi, das ist der äußere Rahmen dessen. Genau. Aber ich sehe das ein bisschen entspannter. Ich mache das, weil ich jetzt eben im Studium bin und weil ich, weil nach so vielen Jahren jetzt einfach das Studium abzubrechen ein bisschen schwachsinnig wäre, finde ich. Ja. Insofern nehme ich das Beste mit, was ich da bekommen kann vom Unterricht, und ich habe noch nicht so eine richtige Vorstellung, wie das werden wird.
und wer da so ist und wie das sein wird. Aber in erster Linie freue ich mich darauf, da allein zu sein, eine eigene Wohnung zu haben und einfach ja, zu schauen, ob mich das inspiriert. Und eben auch mir weiter zu überlegen, wie ich was ich eigentlich weitermachen will in der Musik. Ja. Ich finde ja, dass du eigentlich echt ganz schön vielschichtig und verschieden irgendwie bist und musikalisch auftrittst. Mir kommt jetzt da natürlich in den Sinn, einerseits dieses ganze Loop-Zeug, was du machst, dass du solo unterwegs bist und Konzerte gibst, was mir total Angst gemacht hat am Anfang. Ne? So dieses Gefühl von, okay, so du bist dann einfach wirklich da alleine. Du gibst ein Solo-Konzert. Andererseits aber auch mit Bands. Du hast deutsche Texte geschrieben über Bebop Lines. Du hast irgendwie verschiedene Sachen jetzt schon ausprobiert. Hast du da für dich so einen Favoriten oder siehst du das alles als so gleichberechtigte Teile an dessen, was du machst? Ich mache immer genau das, was sich in dem Moment richtig anfühlt. Deswegen hat sich vor 2 Jahren das total richtig angefühlt, deutsche Bebop-Vocalist-Texte zu schreiben, weil ich zu der Zeit total auf die Musik stand, auf Charlie Parker, Sonny Rollins, Sieger, wer auch immer, Monk, auf all die Musiker. Das habe ich gehört. Das war die Musik, die ich unbedingt machen wollte, die ich mochte. Und dann war es für mich ganz klar, dass ich einfach schauen muss, okay, ich will diese Art von Musik machen, wie schaffe ich das, dass ich das nicht einfach nur kopiere, sondern halt meine eigene Sache draus mache. Deswegen die deutschen Texte. Und irgendwann hat sich mein Musikgeschmack verändert und ich habe angefangen, andere Musik zu hören. Fleet Foxes, Sufjan Stevens, Sigur Rós und so weiter und so fort. Vielleicht mehr poppige Musik oder eigentlich, ja, letztlich ganz andere Musik. Und dann habe ich mir überlegt, okay, wie mache ich das? Und dann hat sich durch Zufall irgendwie ergeben, durch eine große Plattenfirma, die auf mich aufmerksam geworden ist, in Deutsch zu schreiben, deutsche Texte zu schreiben. Dann habe ich Dota Kehr kennengelernt, die eine fantastische Songwriterin ist. Oh ja. Und dann habe ich hat sie mir ein paar Stücke komponiert und dann habe ich überlegt, okay, wie soll meine Musik klingen? Und dann hat sich einfach irgendwas entwickelt, das irgendwie meine Musik ist. Und deswegen habe ich angefangen, deutsche Texte zu schreiben. Und vielleicht zu den Solo-Sachen, ich hab das gemacht, weil ich mir gedacht habe, das, was mich am meisten berührt in Musik, sind Leute oder Musiker, Sänger insbesondere, die viel von sich preisgeben, denn wo man viel von ihrer Persönlichkeit hört in der Musik. Irgendwie Nina Simone zum Beispiel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn Leute Solo spielen, dann ist quasi das Einzige, was man hört, die Stimme oder die Persönlichkeit von einer Person. Also war das auf einer Seite ein Grund, das zu machen. Und dann aber auch natürlich, ich glaube, Solo zu spielen als Sänger ist so ziemlich das Schwierigste, was man machen kann, das technisch Anspruchsvollste. Und insofern dachte ich mir, ja, ich muss das unbedingt machen. Wenn ich das schaffe, ein komplettes Konzert so zu spielen, und dann macht mich das einfach zu einem besseren Sänger. Dann lerne ich ultra viel über mich selbst in dem Prozess, in dem ich das mache, aber auch viele technische Fähigkeiten. Und dann war es irgendwie ganz klar, dass ich das machen muss. Wow. Ja. Ja, das klingt alles total plausibel. Was mich jetzt, also gerade bei dem Loop-Ding noch interessiert ist, hast du Noten, schreibst du etwas auf oder ist es tatsächlich etwas, was eine grobe Struktur hat, die in deinem Kopf existiert und jedes Konzert wird anders, das ist wahrscheinlich sowieso so, aber inwiefern sind die Stücke, die du spielst, die du entwickelst mit Loop, inwiefern sind die fest oder sehr... Das ist ziemlich unterschiedlich. Es gibt Stücke, die ich gerne singen möchte, alleine und die ich mir wirklich vorher überlege und quasi ein Arrangement
mache oder mir überlege, okay, ich habe dieses Stück, das Stück hat diese Melodie und diese Akkordfolge, wie schaffe ich das alleine, das hinzukriegen? Und ich arrangiere das meist komplett ohne Noten, aber meist schreibe ich mir auf, okay, so ist der Ablauf vom Stück, so ist es strukturiert. Wenn ich irgendwie ein eigenes Stück schreibe oder für Loop erarbeite, dann beginnt das meist mit Improvisieren. Also ich singe einfach drauf los und probiere aus, was mit meinen Gerätschaften, die ich da habe, möglich ist. Ob ich gerade in der Stimmung dafür bin, ganz viel Delay anzumachen und quasi eine Klangwolke zu erzeugen oder so. Oder ob es irgendwas Rhythmisches sein soll. Ich fange einfach an und dann kommt mir eine Textidee und dann oder manchmal kommt keine Textidee und das wird mehr oder weniger ein Instrumentalstück. Und irgendwie entsteht ein Stück. Und am Ende schreibe ich mir meist auf, oder am Ende kristallisiert sich meist so irgendwas raus, was irgendeine Struktur hat in irgendeiner Art. Und die schreibe ich mir dann irgendwie kurz auf. Okay, press this button. Oder nach diesem Textteil kommt das oder so. Und irgendwie ist eine Struktur da. Und die dritte Möglichkeit ist quasi, dass alles im Moment improvisiert ist. Dass ich einfach wirklich auf die Bühne gehe und mit irgendwas anfange. Was weiß ich, mit einer bestimmten Einstellung in meinen Effekten und mit irgendeiner Idee, die ich im Kopf habe. Und von da ausgehend fange ich einfach an und dann geht es irgendwie weiter und irgendwie entwickelt sich eine Geschichte daraus. Ich muss sagen, ich mag es immer mehr, mit Text zu improvisieren, quasi. Das war so eine Sache, die ich irgendwie am spannendsten finde. Gerade als Sänger hat man ja, oder als Jazzsänger wird man, oder trainiert man ja viel, instrumental zu singen oder wie ein Instrument zu klingen oder singen zu können, sich harmonisch zu bewegen. Aber ganz ehrlich gesagt berührt mich am meisten als Zuhörer und auch als Musiker, wenn ich quasi einen Sänger sehe, der irgendwie eine Geschichte erzählt in irgendeiner Art. Ja. Dann hat man beide Ebenen. Man hat die musikalische Ebene, die Melodie, die Harmonie, aber man hat eben auch intellektuell eine Geschichte, irgendwas. Man hat was zu sagen. Ja. Und das ist meines Erachtens immer immer bedeutungsvoller, meines Erachtens, als Instrumentalmusik. Weil man hat einfach noch eine andere Ebene. Ich hör tatsächlich zurzeit eigentlich fast nur Vokalmusik aller Art so. Früher habe ich eigentlich fast nur Instrumentalmusik gehört. Aber das verändert sich halt immer. Auf jeden Fall. Ja, von Texten scheinst du nicht so richtig. Das zieht sich, das ist das, was ich auch in meinen Augen oder ne, wie ich dich kenne, auf jeden Fall durch alle diese Ebenen, die du eben in dir hast, die du machst, durchzieht. Egal nun, ob auf Deutsch oder auf Englisch. Wie ist das für dich? Hast du am Anfang das Gefühl gehabt, oh, Deutsch, wie zur Hölle schreibe ich da? Weil das nicht nur in, ne, ich, klar, so, ich habe meinen Standpunkt dazu und ich finde es persönlich sehr, sehr schwer. Und weiß, dass es ganz vielen anderen Menschen, die Sänger sind, die selber Texte schreiben, auch so geht und die immer so ins Englische ausweichen. Ging dir das am Anfang auch so oder hattest du das eigentlich gar nicht, keine Berührungsängste? Mir ging das ganz genauso. Aber ich muss sagen, es gab so ein paar Beispiele von Songs auf Deutsch, die eben keine Klischees bedient haben oder eben halt gerade im Deutschen ist es immer ein bisschen so schwierig, was zu schreiben, was quasi natürlich ist. Es wirkt immer alles sehr. Ich habe immer das Gefühl, alles, was man so auf Deutsch hört im Radio oder so, das hat man schon tausendmal gehört und so Wendungen, die so oft benutzt sind und dann oder es driftet oft irgendwie so leicht ins Schlagerhafte ab oder ins, gerade wenn man über irgendwie Liebe schreibt oder so, dann ist es immer eigentlich zu viel und zu kitschig. Total. Und das ist das Schwere.
Aber ich glaube, es hilft einfach, wenn man sich die guten Beispiele anhört, eben wie zum Beispiel Dota Kehr, oder wenn man eben sich Gedichte nimmt. Zum Beispiel Mascha Kaleko ist eine Dichterin, die total fantastische deutsche Texte auch schreibt. Ich habe im Wortart-Ensemble gesungen, oder ich singe da immer noch, eine A cappella-Gruppe, die deutsche Lyrik, moderne deutsche Lyrik vertont. Und einfach aufgrund der Arbeit mit denen und die Tatsache, wenn man sich da ein ganzes Programm nur mit Gedichten auseinandersetzt und eigentlich nur Wendungen singt und sich damit beschäftigt, die man so eigentlich noch gar nie gehört hat, zumindest nicht in deutscher Popmusik, dann kam ich auf einmal auf so viele Ideen oder je mehr man sich damit beschäftigt hat, desto leichter fiel es mir irgendwie Sachen zu schreiben, die nicht so klischeehaft sind. Aber ich muss sagen, es ist ultra krass schwer. Also gerade wenn ich jetzt, wenn ich deutsche Stücke schreibe, dann ist es auch so, ich verwerfe vieles. Ich schreibe was auf, was mir in dem Moment gefällt. Dann denke ich später drüber nach und denke mir, nee. Nee, 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 nee. Das klingt zu kitschig oder das klingt zu gewollt oder das klingt irgendwie zu, was weiß ich. Und irgendwann mit viel Arbeit und viel Fleiß findet man dann irgendwas, was irgendwie eigen klingt. Oder was irgendwie subtiler ist. Eine Wendung, die irgendwie spannender klingt. Und ich glaube, das hat auch viel damit was zu tun, wie man sich gehen lässt in dem Moment, wie man halt wirklich so auf der einen Seite so seinen Kopf ausschaltet beim Schreiben und erstmal alles rauslässt und dann später drauf schaut, wie es einem gefällt. Aber eben auch all die Sachen, mit denen man sich so beschäftigt hat, immer so irgendwie im Hinterkopf hat und naja, keine Ahnung, es gibt da kein Rezept für. Ich Ja, glaube, man muss es einfach ganz, ganz oft machen ja, und das sicherlich. Aber es ist auch immer, ich frage mich auch immer, okay, gerade wenn man deutschen Text schreibt oder generell, wenn man Texte schreibt, warum schreibt man überhaupt ein Stück? Was hat man irgendwie zu sagen? Das finde ich eigentlich jetzt gerade für mich am spannendsten. Was habe ich eigentlich als Mensch zu sagen in der Musik? Und warum, genau, was ist irgendwie mein Anliegen? Was ist irgendwie meine Geschichte? Hast du da in Ansätzen irgendwie schon eine Antwort drauf gefunden, oder ist das so ein Prozess, der noch im Gange ist? Ich glaube, das ist ein Prozess, der bei jedem immer im Gange ist. Bei mir ist es im Gange. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich einfach versuche, so ehrlich zu sein mit mir wie möglich. Also, dass ich einfach schaue, okay, ich bin jetzt hier in Berlin. Ich bin durch die Musik jetzt schon relativ viel rumgekommen. Aber genau, ich bin in Berlin. Ich bin ein junger Mensch. Ich bin Musiker. Ich bin schwul. Ich bin hier in der schwulen Subkultur und sehe viele, viele verrückte Dinge, die mich. Oder habe das Gefühl, ich habe irgendeine Atmosphäre um mich rum oder die jungen Menschen um mich rum, die ich irgendwie an der Uni sehe oder so generell. Wir haben irgendwas zu sagen jetzt. Aber es ist irgendwie so schwer auszudrücken, was es genau ist oder auch was uns irgendwie unglücklich macht. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht sehr, sehr glücklich bin die meiste Zeit. Und es ist irgendwie sehr schwer, in Worte zu fassen, warum. Und ich glaube, wenn man irgendwie. Ich versuche irgendwie, dieses Gefühl, was ich irgendwie habe, irgendwie in Worte oder in Musik auszudrücken. Und ich glaube, das ist meine Aufgabe jetzt in der Musik. Einfach das auszudrücken, was ich jetzt hier in dem Moment bin, quasi. Und was ich wahrnehme. Und vielleicht hört es jemand, der das ähnlich sieht oder der in einer ähnlichen Lage oder in einer ähnlichen Zeit in seinem Leben ist, wie ich, und der ist dann vielleicht davon berührt. Aber es geht weniger um, ich finde, Musik sollte weniger darum gehen,
daran zu denken, was Leute hören wollen, sondern vielmehr, was habe ich eigentlich zu sagen. Ja. Gar nicht mal so, darauf muss man vielleicht gar nicht mal eine Antwort haben, was man sagen will. Ja. Aber einfach, wenn man in Musik daran geht, okay, was will ich jetzt gerade in dem Moment ausdrücken, wenn ich ein Stück schreibe? Habe ich gerade vielleicht einen Streit gehabt mit meinem Freund oder was auch immer? Oder bin ich gerade total glücklich und inspiriert, weil ich irgendwo herkomme, aus einem anderen Land oder so? Und dann nimmt man einfach genau das Gefühl und versucht, das in Worte auszudrücken, so gut, wie man es eben kann. Und dann mit dem Background, den man hat, dann kommt vielleicht was Schönes raus. Ja. Wow. Ich würde mich jetzt mal fragen, was dich begeistert. Gibt es da was? Das ist eine der Fragen, die alle Leute beantworten müssen. Was begeistert dich? Generell, im Leben ja. oder in Musik? Alles, was du willst. Mich begeistert der Moment, wenn man auf einer, wenn man Musik macht und sich in dem Moment total frei fühlt und an nichts denkt und keine Gedanken daran hat, was man vorher am Tag gemacht hat oder was kommen wird. Sondern wenn man nur genau in dem Moment ist und quasi sich einfach nur wohlfühlt und keine an nichts denkt. Ja. Das ist, glaube ich, der Moment, der mich am allermeisten begeistert. Ja. Natürlich ist es auch schön, wenn man irgendwie, das ging mir jetzt gerade so in Polen zum Beispiel, da habe ich ein Konzert gespielt und habe mich eigentlich genauso gefühlt. Und danach kamen Leute zu mir, die genau das berührt hat. Und die das Gefühl, wenn man vom Publikum irgendwie auch was zurückbekommt, ja. das ist auch ein sehr schönes Gefühl. Aber trotzdem, das Gefühl, in dem Moment zu sein auf der Bühne, das ist eigentlich das Schönste im Leben, glaube ich, für mich. Ja. Mm. Da bist du wahrscheinlich einfach genau richtig. Okay. Du hast jetzt gerade Polen angesprochen. Das war ein Konzert im Rahmen eines Wettbewerbs. Das war ein Konzert im Rahmen des Voicingers Jazz Festivals in Jory in Polen. Das ist ein Festival für Gesang, für improvisierten, modernen Jazzgesang. Und ich war da im Rahmen eines Wettbewerbs, wo internationale Jazzsänger dabei waren. Ja. Genau. Und ich habe da ein Konzert gespielt und genau, am Ende den zweiten Preis gewonnen. Yes! Genau. Tatsächlich bist du aber jemand, der relativ viel auf Wettbewerben unterwegs ist. Wie kam es dazu? Hast du dich irgendwann entschlossen, okay, ich spiele jetzt Wettbewerbe, was gibt's und ich fahre dahin? Oder wie kam das? Wo kam die Motivation dafür her? Die kam daher, dass so ein Wettbewerb eine Chance ist, in einem anderen Land Musik zu machen, in anderen Umständen, die man nicht so gewöhnt ist. Ja. Auf der einen Seite muss man da quasi schnell in einer anderen Umgebung mit anderen Musikern professionell sein und einfach konzentriert seine Musik machen. Das ist einfach eine tolle Herausforderung als Sänger. Aber insbesondere ist es das Tolle, dass man viele neue Leute kennenlernt und viel neuen Input bekommt, neue Leute kennenlernt, neue Musik hört, Veranstalter kennenlernt und die Chance sich ergibt, dann vielleicht nochmal da zu spielen oder und wenn man eben das Glück hat, eben auch was zu gewinnen, dann ist das einfach eine gute finanzielle Unterstützung. Man kriegt vielleicht noch ein schönes Video vom Wettbewerb oder so. Aber ich wollte nie unbedingt, ich glaube, nie auf so einen Wettbewerb fahren in dem Sinn, okay, ich möchte da gewinnen und wenn ich da nicht gewinne, bin ich total enttäuscht, weil das macht einem nur Stress. Ja. Das Schwierige an so einem Wettbewerb ist, dass es immer so eine gewisse Stimmung von wer ist besser, wer ist schlechter, es gibt. Das kann man gar nicht ausschalten, weil es gibt irgendwie ein Finale und da kommen nicht alle hin und so weiter. Ja. Und das ist zum Teil unfair und dann gibt es vielleicht Juroren, die einfach nur die Mädels in ganz, ganz kurzen Röcken gern gewinnen haben möchten. Ja. Und,
Und das ist halt leider einfach Teil des ganzen Musikbusiness, dass es solche Leute gibt und dass das eben auch Teil davon ist. Und all das im Ganzen lernt man da und man lernt mehr über das ganze Musikbusiness, glaube ich. Ja. Und ich glaube, man sollte das nicht zu oft machen. Ich habe das Gefühl, ich habe das einfach sehr oft gemacht und für mich ist es immer sehr gut ausgegangen, aber das ist... hat seine guten und seine schlechten Seiten. Ja. Okay, wir kommen zu einer zweiten Frage, die ich allen Menschen stelle. Und zwar, wenn du 3 Wünsche frei hättest, welche wären das? Was würdest du dir wünschen? Mit meiner Musik irgendwie, mit dem, was ich zu sagen habe, leben zu können. Vom Konzerte spielen. Und quasi nicht unbedingt viel unterrichten zu müssen. Ich glaube, das haben bestimmt schon viele gesagt. ja, klar. Dann als... Ich würde auch sagen, glücklicher zu sein. So generell seine eigene Normalität zu finden. Sachen, die einem gut tun. Genau, herauszufinden, was einem gut tut im Leben. Wo sind seine Prioritäten? Ja. Wo sagt man nein? Wo sagt man auf jeden Fall ja? Und als drittes einfach die Zeit im Hier und Jetzt so gut zu genießen, wie man das irgendwie kann. Wow. Das kam noch bei fast keinem so straight raus. Sehr, sehr cool. Okay, dann würde ich gleich weitermachen. Und zwar, welche Eigenschaft von dir wünschst du manchmal anderen? Ich würde sagen, ich bin sehr organisiert, was generell mein Job angeht, was Mails schreiben angeht oder Sachen organisieren, irgendwelche Videos zu machen oder irgendwie Social Media oder so. Ja. Und manchmal wünsche ich mir einfach, dass ich sehe das manchmal bei anderen Musikern, die vielleicht die was Tolles zu sagen haben, die tolle Musik spielen, die einzigartig sind, die es aber einfach nicht schaffen, irgendwie so die Business-Seite zu schaffen oder sich zu organisieren. Ja. Und das würde ich manchmal anderen Leuten wünschen. Oder ich würde es meinem Freund zum Beispiel manchmal wünschen, dass er auch da ein bisschen organisierter ist, was irgendwie so Jobfinden angeht. Oder mein Freund ist zum Beispiel auch DJ und der hat jetzt eine Anfrage bekommen, im Schwurz zu spielen, in einem der größten Schwulenclubs in Berlin. Und hat einfach erst nach 3 Tagen geantwortet. So Sachen. Und du stehst daneben und denkst, wie kannst du nur? Genau. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, ob das manchmal fühle ich mich da sehr, sehr deutsch. Oder ich habe das Gefühl, dass es so eine sehr, sehr deutsche Eigenschaft ist. Also ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Unsinn. Vielleicht bin ich auch einfach nur so, warum auch immer so. Aber ich meine, das stimmt ja schon. Hat vermutlich nichts mit Nationalität zu tun. Das stimmt, aber es ist ja schon so, dass du einfach so von außen und teilweise auch von innen den Deutschen, wer auch immer die dann sind, immer so zugeschrieben wird. Diese Eigenschaft des sehr organisierten und klaren, was sich ja dann auch zeigt, dass das irgendwie mal stimmt und mal nicht. Und es überall sonst auch organisierte und unorganisierte Menschen gibt. Ja. So, genau. Wow, okay. Wo kann man dich finden? Also jetzt wahrscheinlich im nächsten halben Jahr, vor allen Dingen in Helsinki, wo du nicht gefunden werden möchtest. aber kann man dir irgendwo, du hast gerade gesagt Social Media, kann man dir irgendwo folgen? Hast du eine Website? Wo kann man mehr über dich herausfinden? Ich habe eine Website, die heißt www.erik-leuthäuser.de. Da findet man alle meine Konzerte. Auch wenn ich jetzt in Helsinki bin, bin ich vermutlich 5-mal da in Deutschland für Konzerte. Super. Mit unterschiedlichen Bands. Ja. Und das ist die eine Sache. Dann bin ich auf Facebook und ich bin auf Instagram. Ja. Ich glaube, das findet man einfach alles, wenn man einfach meinen Namen googelt. Ja. Oder einfach auf YouTube meinen Namen eingibt, dann findet man die neuesten Videos. Genau.
Das würde ich alles auf jeden Fall auch verlinken. Deine Website, deinen YouTube-Kanal und Dank. Dergleichen mehr. ja, vielen, vielen Dank, Erik. Bitteschön. Vielen Dank, Farah. Vielen Dank, dass ich noch hier sein kann, obwohl du übermorgen schon losfliegst und dann einfach weg bist. Alles klar. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank, Farah. Wer nun gespannt darauf ist, wie sich das alles, was Erik gerade beschrieben hat, überhaupt anhört, schaut am besten in die Podcast-Beschreibung, denn dort findet ihr alle Links zu Erik. Und wenn ihr keine Folge von Jardin mehr verpassen wollt, dann abonniert Jardin einfach kostenlos, zum Beispiel bei iTunes. Natürlich könnt ihr Jardin auch an eure Freunde weiterleiten, zum Beispiel per Mail. Tobt euch da aus, leitet es weiter. Ich freue mich sehr. Bis bald.